Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Mullen, liebe Kasper, schön, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal. Heute geht's um Reinis Lieblingsthema, eigentlich den einzigen Content, den er so ziemlich hat. Es geht mal wieder um die Haters. Und er wird uns heute erzählen, was das Geilste an den Haters ist. Also es ist ein Doppelformat mal wieder von Winklers Liste. Ein Video vom 23.02. und eins vom 1.03. Das ist das Datum der Aufnahmen, meine ich. Reini hat ja versucht, seinen Aufenthaltsort immer zu vertuschen, indem er Videos später hochgeladen hat. Hat ja wahnsinnig viel gebracht. Super Idee. Wir gehen rein. Wir sehen das erste Frame und haben das Gefühl, die Paranoia kickt mal wieder. Und zwar richtig hart. Irgendwas ist da. Reini, du wirkst nervös. Bin immer noch zu Hause bei mir. Wir haben jetzt mittlerweile Mittwoch. Das liegt vor allem daran, dass ich gestern überhaupt nicht dazu gekommen bin, irgendwas zu tun. So, das ist natürlich hart. Ganzen Tag gar nichts gemacht. Schwierig, Reini. Aber zu einer Begrüßung reicht's nicht. Ich übernehm's mal wieder. Mädel, Leute. Mal abgesehen davon, dass gestern den ganzen Tag irgendwelche Idioten vor meiner Haustür waren und wieder mal übelster Stress war. Ich war einmal in Nürnberg und habe meine Sachen weggebracht und einmal war ich in Erlangen. Ich habe mir meinen neuen Laptop gekauft, mit dem ich demnächst meine Videos bearbeiten werde und hochladen werde. Habe den dann gestern Abend noch eingerichtet und alles. Ja, schön, Reini. Wie du versucht hast, noch von Geiselwind abzulenken oder wo dein Lager war und erzählst, dass du nach Nürnberg fährst, um deine Sachen wegzubringen, hat natürlich auch nicht wirklich gewirkt. Und dein Laptop, da war, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Geld dafür da, weil wenn du irgendwelche Streams gemacht hast, der Rechner war ziemlich am Ende. Also für Gaming scheint dieser Rechner ja nicht wirklich da zu sein. Wenn du dann das Ganze noch aufnehmen willst oder sogar streamen willst, wird es ganz, ganz eng. Da reicht die Leistung nicht mehr für aus. Sehr schade. Hättest du dir mal lieber keine Grafikkarte, keine VR-Brille, keinen Bildschirm etc. gekauft. Jetzt habe ich mir heute ein neues Tablet gekauft. Das habe ich auch gerade eingerichtet. Achso, das muss natürlich auch sein. Ja, natürlich. Geld ist da, Geld muss raus. So ist das. Ich bin heute schon den ganzen Tag damit beschäftigt, das ganze Zeug zu machen. So, seht ihr mal, das hier sollte ich vernichten. Genau, ich habe nämlich einen Aktenzerstörer. Herzlichen Glückwunsch dazu, Reini. Schön, dass du den auch nochmal am Ende angeschafft hast. Ist noch irgendwas, was in der Schanze stehen bleibt? Ich habe jetzt hier schon die Anlage entfernt. Das ist jetzt noch das Echo-Show-System da. Ja, die Anlage ist zwar weg. Ich habe jetzt nochmal ein Frame rausgesucht, wo man ein bisschen was sieht, was nicht komplett verwackelt ist. Ist ja eine von reinen Spezialtechniken, die Kamera möglichst nie ruhig halten. Das wirkt dann wesentlich beruhigender und man bekommt auch einfach mehr mit. Ja, wir sehen sehr viel Kabelsalat und dafür, dass Reini kurz davor war, umzuziehen, steht da aber noch verdammt viel rum. System da, der Fernseher ist noch da, hier fehlt der Fernseher, der ursprünglich da war. Mein Drucker ist weg, Senseo steht noch da, aber der Wasserkocher ist weg. Die Wii U habe ich noch da stehen, merke ich gerade. Die Poster muss ich noch abmachen, wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich die einfach wegreiß. Meine Fahne nehme ich auf jeden Fall mit. Was ich auf jeden Fall mitnehme, sind meine Steckbriefe von der Strohhutbande. Die braucht man auch. Das ist wichtig fürs weitere Leben. Man weiß noch nicht, wo man wohnt. Man hat noch gar kein Obdach. Die Obdachlosigkeit steht an. Aber die Poster müssen mit. Das ist natürlich wichtig. Und die Wii U, die ist mittlerweile wahrscheinlich auch beim Ofenkäse gelandet, oder? Ich denke, vielleicht entscheide ich mich für einzelne Poster. Die Hater werden hier vermutlich einbrechen und werden hier Sachen klauen, Sachen kaputt machen und so weiter. Und deswegen wird es wohl so laufen, dass ich vorher natürlich alles, was ich mitnehmen will, mitnehme. Und alles, was ich nicht mitnehme, wird wahrscheinlich entweder geklaut oder natürlich vorher dann von der Gemeinde entsorgt. Ja, Reini, es wird von der Gemeinde entsorgt, aber auf deine Kosten. Das ist richtig. Aber viele Sachen hast du trotzdem dagelassen und sind dir irgendwie in den Hater-Besitz übergegangen. Perso von Rudi, der Alte, wie auch sein Grabkreuz. Hast du dich ja nicht so wirklich verbunden mitgefühlt. Genau, mehr ist es eigentlich auch nicht mehr. Ich habe hier noch ein bisschen Kabelgeraffel. Das werde ich, denke ich, alles noch einräumen jetzt dann heute. Mein Masterschwert zum Beispiel, das liegt noch drüben im Schlafzimmer, das muss ich noch einräumen. Ein paar meiner Sex-Toys muss ich auch noch einlagern. Richtig, das wissen wir ja. Das wurde ja bei diesem Video gezeigt, als das Lager irgendwie leicht geplündert wurde.
Nochmal Gruß geht raus an die Leute, die da die Sachen rausgenommen haben. Vor allem an den, der ohne Handschuhe diese Luans da angepackt hat. Boah, widerlich. Ja, Reini, das ist das Wichtigste. Ein Mann kann natürlich das Haus nicht ohne seine Spielzeuge verlassen. Ich wahrscheinlich wieder eigentlich in den Arsch habe, aber ich halte das trotzdem für ein ernstes Thema, weil das gehört auch dazu. Jeder, der seine Sexualität verleugnet oder halt nicht dazu steht, ist... Oder gar keine hat. Ja. Übrigens, Küchengeräte sollte man reinigen, diese Spielzeuge auch. Und wir wissen ja von den Bildern, die wir davon gesehen haben, dass dem nicht der Fall war, dass du die vorher nicht sauber gemacht hast, dass sie ja irgendwelche Reste da noch dran hatten. Abartig einfach. Meinen Augen irgendwie lächerlich, also da kann ich mir den Arsch drüber ablachen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich werde den Rechner noch komplett abbauen. Ich werde alles soweit rausräumen, wo ich Angst habe, dass die Hater das noch klauen könnten in der Zeit, wo ich jetzt noch hier bin, beziehungsweise in der Zeit, wo ich dann zum Beispiel mal mein Zeug einlagern bin oder mal unterwegs bin. Muss mal gucken, wie man das anstellt. Ja, und dann sind wir auch hier durch. Dann habt ihr quasi für 3 Tage schon mal Videos in der Zeit, wo ich dann unterwegs bin, weil ich nicht weiß, wie ich dann zum Hochladen komme. Mein Tablet... Ja, ich auch nicht. Reini, ist das deine größte Sorge? Es ist nie jemand in dein Haus eingedrungen, aber du erzählst uns die ganze Zeit davon, paranoid... Dass das deine größte Angst ist, dass jemand diesen Abfall klauen kann. Verstehe ich nicht. Ich bin auf jeden Fall in der Lage, jetzt auch Videos zu machen, zu streamen und hochzuladen und so weiter. Ich habe meinen Internetvertrag angepasst. Ich habe jetzt quasi mit dem Handy und mit dem Tablet habe ich jeweils Internet. Und ich habe vor allem unbegrenztes Internet. Das heißt, kein... Hast ernsthaft 2 Verträge jetzt, die unbegrenzt Internet haben? Wäre es nicht einfacher gewesen, ein Gerät als Hotspot zu nehmen, damit du das andere auch benutzen kannst, aber nee, es geht hier nur um Geld, du hast anscheinend im Moment Geld, es muss raus, wie immer. Ein Datenvolumen, das ich verbrauchen kann, sondern habe immer das, naja, möglichst beste Internet dann in dem Zusammenhang. Das wird fürs... Reini, die Datenmenge, die du zur Verfügung hast, hat nichts damit zu tun, wie gut das Netz ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du das falsch verstanden hast oder ob du dich gerade einfach nur so kompliziert wie möglich ausdrücken wolltest. Streamen, denke ich, gehen, wenn ich Lava-Streams mache. Gaming-Streams werden gar keine mehr kommen. Zumindest nicht, bis ich wieder eine Wohnung habe oder irgendwie einen festen Standort habe. Vielleicht gibt es das eine oder andere Mal einen Gaming-Stream, wenn ich in einem Hotel bin mit guter Internetverbindung oder so. Würde ich vielleicht mal einen kurzen Gaming-Stream von da aus geben. Dann wird ja, ist der Fall. Ist halt nur katastrophal, weil dein Laptop überhaupt nicht fürs Gaming gemacht ist. Und wenn man dann Spiele auf niedrigster Auflösung spielt, ist dabei immer noch ruckelt. Das ist natürlich nochmal eine Qualitätssteigerung zu deinem eh schon mäßigen Gameplay. Wird es aber nichts Gravierendes sein oder so, sondern wahrscheinlich wird es dann hauptsächlich sein, ach ja, wir spielen heute mal ein bisschen Borderlands oder so oder irgendwelche Kleinigkeiten, die auf meinem Laptop laufen. Auf dem Laptop läuft auf jeden Fall Borderlands auch. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall an sich, ansonsten bin ich dann, auf jeden Fall ansonsten bin ich dann an sich so zufrieden. Also ich weiß ja schon, wo ich hin will, aber ich werde es hier mal noch nicht sagen. Da fällt mir ein, ich muss meine Route noch meinem Anwalt mitteilen, sonst heißt es hinterher, ne, ich, also mein Anwalt weiß schon Bescheid, der hat mir auch schon Bescheid gegeben. Will sicher gehen, dass es nicht hinterher heißt, der haut ab, Untersuchungshaft. Ich werde mich definitiv bei der Verhandlung, zu der Verhandlung einfinden. Ich werde definitiv hier mein Ding machen. Gibt es da gar keine Frage, gibt es kein Wenn und kein Aber und nichts. Aber auf jeden Fall werde ich zu dem Zeitpunkt, wenn die Videos veröffentlicht sind, schon unterwegs sein. Ich bin ein bisschen nervös, ich habe es schon erklärt gehabt im letzten Video, glaube ich, bin ein bisschen nervös, ein bisschen. Aber ich muss auch sagen. Ja, Reini. Du wirst auch noch viel nervöser werden. Wenn du draußen bist, du hast kein, ja, kein Zuhause mehr. Du kannst nirgendwo mehr zurück. Du bist unterwegs in verschiedenen Hotels, schläfst meistens in deinem Auto, weil Hater irgendwie mitbekommen haben, in welchen Hotels du bist. Das wird eine sehr, sehr unangenehme Zeit, bis du dich halt wie bei Marion im Keller einquartierst. Es ist nicht nur, sondern es ist auch ein bisschen, denn ich habe keinen wirklichen Plan. Ich weiß... Das ist cool. Man weiß seit Monaten, dass man aussieht und hat sich überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht, wohin man eigentlich will, was man vorhat. Da muss man sich doch erstmal bewusst drüber werden. Es ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und dann einfach raus in die Welt zu ziehen, überhaupt nicht zu planen, nicht bewusst zu sein, welche Kosten da auf einem zukommen, welche Herausforderungen auf einen zukommen. Nee, gar nichts. Einfach raus und passt schon. Ja, das Ergebnis kennen wir ja.
Unterkunft bei Uwe irgendwann. Zwar, wo ich hin will, und ich habe auch ungefähr die Richtung im Kopf, aber ich werde wahrscheinlich größtenteils nach Schildern fahren und so. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass ich Livestreams mache, wenn ich schon unterwegs bin. Da wird es dann wahrscheinlich einen ziemlichen Aufruhr geben, aber wir werden mal sehen, was sich dabei ergibt. Und tschüss. Ja, das war das erste Video. Reini hat uns einfach irgendwas berichtet, irgendwas Uninteressantes. Und gleich hat er wieder Hader vor der Haustür gehabt und kommt dann auf die super Idee, über Hader zu reden, weil das ja auch was komplett Neues ist. Normalerweise redet er gar nicht über Hader. Ich stehe gerade am Rastplatz und ich könnte mir so den Arsch ablachen. Ja, dann mach das doch. Super. Es ist mit Sicherheit auch wie ein richtig ehrliches Lachen. Auch schön deine Mikrofonqualität, dass man den Wind die ganze Zeit hört. Das sollte eigentlich nicht so sein, Reini, aber mach nichts. Du kennst dich ja aus, du bist der Profi, mach mal. Ich könnte mir so den Arsch ablachen, ganz ehrlich. Die Hater haben gestern rausgefunden, in welchem Hotel ich bin. Buhu. Es ist für mich natürlich beschissen gewesen, weil ich dann das Hotel verlassen habe. Nicht wegen mir, sondern einmal wegen meinem Auto und einmal wegen den Herrschaften, die mal wieder Scheiße gebaut haben und dann die ganze Zeit die Rezeption genervt haben. Die haben mich auch gar nicht gebeten zu gehen. Ich habe durchaus selber entschieden zu gehen. Aber was ich jetzt wieder witzig finde, ist, manche Menschen behaupten, du bist in Würzburg. Andere sagen, es ist ja wieder in Frankfurt. Manche Leute sagen, ich bin am Bodensee. Wieder andere sagen, sie haben mich irgendwo bei Köln oder Hamburg gesehen. Und wieder andere. Ja, Reini, das sind mit Sicherheit deine ganzen zuverlässigen Quellen. Deine Spione oder guckst du dir jetzt Videos an von anderen Hatern? Nein, natürlich nicht. Du hast dir die ganzen Geschichten jetzt gerade ausgedacht. Und du siehst einfach sehr, sehr müde aus. Wenn man sich deine Augen anguckt, du warst im Hotel in Frankfurt, bist da abgehauen, weil du deinen Wagen, der ja so dermaßen unauffällig ist, draußen irgendwo geparkt hast, Hater haben ihn gesehen. Wussten danach, wo du bist, ja, und du hattest Angst um deine Karre und bist abgehauen. Jetzt hast du irgendwo auf dem Rastplatz wahrscheinlich in deinem Auto geschlafen und das sieht man dir an. Du bist richtig fertig. Aber natürlich, du könntest dich über die Hater kaputt lachen. Genau. Du bist unbesiegt. Sie behaupten, ich bin in Berlin. Oh, es ist kalt hier. Mal eine Jacke kaufen, Reini. Es ist letzten Endes völlig irrelevant, wo ihr mich gesehen zu haben glaubt, weil es ist sowieso völlig Blödsinn, weil die Hater wieder mal nur wieder Scheiße bauen. Wie hast du geschlafen im Hotel? Ich habe gar nicht im Hotel geschlafen, tatsächlich. Ich habe im Auto geschlafen, weil mal wieder so ein paar... Und Reini, wo guckst du eigentlich die ganze Zeit hin? Man merkt richtig, wie ruhig du bist. Du hast ja gar nicht das Gefühl, dass andauernd irgendwo ein Hater hinter dir stehen könnte. Irgendwer, der dich an dem Rastplatz erwischt, Fotos macht, die direkt irgendwo bei Telegram hochlädt und alle direkt wissen, wo du bist. Ist das gerade deine Sorge? Man merkt's dir an. Du wirkst gerade nicht ruhig. Sackfressen, mir auf den Sack gegangen sind oder auf die Nerven und dann herausgefunden haben, in welchem Hotel ich bin. Also habe ich mich kurzerhand ins Auto gesetzt, bin woanders hingefahren, habe im Auto gepennt. Ja, ist ja auch richtig clever, ein Hotel direkt am Frankfurter Flughafen zu gehen, diesen Wagen irgendwo draußen auf den Parkplatz zu stellen, sich dann wundern, dass man entdeckt wird. Es ist letzten Endes eigentlich recht einfach gewesen, weil die konnten sowieso nichts machen. Und jetzt ja, stimmt. Die haben nichts gemacht. Aber du hast deinen Schlafplatz verloren. Hast jetzt im Auto geschlafen. Das wird bei deinen Körpermaßen nicht gerade angenehm gewesen sein. Jetzt stehe ich an einer Raststätte, irgendwo im Nirgendwo. Ist sogar relativ wenig los hier. Ich habe schon mehrere Videos wieder aufgenommen. Und ihr seht hinter mir Bäume. Wahnsinn. An fast jeder Raststätte sind irgendwo Bäume. Hast du jetzt nicht Rückenschmerzen? Rückenschmerzen habe ich keine tatsächlich. Das Auto ist echt bequem. Es war am Anfang ein bisschen unbequem, weil ich auf der Fahrerseite geschlafen habe. Erstens mal war das Lenkrad dauernd im Weg und zweitens mal war... waren die Fußpedale im Weg. Ja, Reini, das konnte man ja auch nicht ahnen, dass auf der Fahrerseite die Pedale und das Lenkrad sind. Das kam mit Sicherheit ziemlich überraschend für dich. Das Auto ist echt groß, aber ich habe so viele Sachen dabei, dass es echt wieder unangenehm ist und unbequem ist. Und ach so, das war richtig bequem und ist groß, aber es ist so voll, dass es unbequem ist. Reini, du hast es dir wieder geschafft, in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen zu widersprechen. Ich glaube, jetzt haben mich wieder irgendwelche Leute entdeckt. Fakt ist auf jeden Fall...
Irgendwelche Leute gucken da, welcher Klopskerl da sitzt, mit seinem Handy redet, irgendwelche Videos aufnimmt, dabei eine quarzt. Reini, du bist ein Anblick, da guckt jeder hin. Das ist völlig egal, ob du der Drachenlord bist oder nicht. Das ist deine Paranoia gerade, die wieder hart kickt. Irgendwer weiß wieder, wo ich bin. Dass mich Leute jetzt schon überall gesehen haben. Das haben mich Leute in Köln, in München und in Hamburg gesehen. Wie der andere überhaupt nicht mehr am Bodensee. Es ist ein Witz ohne Ende. Und ja, Reini, der Witz ist, dass du dir diese Geschichte gerade ausdenkst. Leute haben dich in Frankfurt gesehen, haben gesehen, dass du weg warst. Und jetzt im Moment weiß keiner genau, wo du bist. Aber was dich halt stört, ist, dass sie es bald wieder wissen könnten. Deswegen bist du ja auch so paranoid, guckst in alle Richtungen um dich rum. Und man fragt sich ja letzten Endes, was dabei rauskommt. Manche Menschen checken auch nicht, dass sie sich selber in die Gefahr begeben, wenn sie mir jetzt auf dem Livestream nerven. Das sind ja echt Hammer-Aussagen. Irgendwelche Leute laufen da rum, wollen nur auf die Toilette, lassen ihren Hund kurz raus oder gehen zu einer Parkbank und wollen da einfach irgendwie frühstücken vielleicht. Und Reini spricht erstmal irgendwelche Drohungen aus. Obdachlosigkeit, wenn man das so nennen kann, ist mega stressig. Obdachlosigkeit ist es ja in dem Sinne nicht. Doch, Reini, du hast kein Obdach. Du pennst in deinem Auto. Du hast keine Bleibe. Du bist obdachlos. Ich habe die Möglichkeit, in Hotels zu pennen. Ich habe genug Kohle. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, Hater sind, weil die scheinen aus Polen zu sein. Oder B. Ja, das sind die Polen-Hater wahrscheinlich. Reini, es ist unfassbar. Klar, sind natürlich, du bist ist kein nationales Phänomen, dass du nicht gemocht wirst. Du bist weltweit bekannt. Red dir das ruhig ein. Du bist so ein toller Prominenter. Es gibt selbst Hater aus Polen. BL ist doch Polen, oder? Ganz ehrlich, ich glaube, dass das Hauptproblem sein wird, jetzt erst einmal in der ersten Zeit. Wenn es mal eine Zeit lang gelaufen ist und wenn es jetzt mal eine Zeit lang dann wieder abgekühlt ist, dann wird es wieder leichter. Ja, Reini, das glaubst du noch. Die Zeit wird dir zeigen, es ist nicht so. Hast du schon irgendwo eine Wohnung gefunden? Nee. Eine Wohnung habe ich nicht gefunden und es wird wohl auch nichts werden. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall in Arbeit. Danke übrigens für eure Unterstützung, die kann ich momentan echt gut gebrauchen. Es ist natürlich echt. Ja, danke für die Unterstützung, ganz wichtig. Aber Reiner bettelt nicht um Geld oder ähnliches, ne? Weil er kann das schon gut gebrauchen. Reini, mit deiner Wohnung geht gar nichts voran, weil du dich nicht kümmerst. Und die Bürgermeisterin, Frau Winkelspecht, ist gerade ziemlich froh, dass sie nicht los ist. Die Champagnerkorken dürften geknallt haben. Echt schwierig wegen den ganzen Hater-Idioten, sich da irgendwo einzuquartieren und alles. Ich kann es kaum erwarten, immer wieder mal rauszukommen, mal die Beine zu vertreten, mich mal ein bisschen zu strecken. So, entschuldigt, die Qualität leidet ein bisschen darunter, dass ich im Livestream, dass ich im WLAN bin. Also nicht im WLAN, im Handynetz bin. Ja, also es ist so, es gab keine Verfolgungsjagd in Frankfurt. Ich weiß, es wurde behauptet, das ist aber nicht der Fall. Es hat mich jemand gefunden in Köln, das ist richtig. Quatsch, in Frankfurt meine ich nicht, in Köln. Hat mich jemand gefunden und hat herausgefunden, in welchem Hotel ich bin. Und als ich ausgecheckt bin, ist mir jemand hinterhergefahren. Aber der ist mir nicht lange hinterhergefahren. Es ist richtig, dass mich jemand gefunden hat. Es ist richtig, dass mich jemand fotografiert hat und auch mein Auto. Und auch mich im Auto, wo ich dann abgehauen bin. Aber ja, aber das Schönste, Reini, ist tatsächlich dieser Blick die ganze Zeit. Könnte da ein Hater sein? Vielleicht sind es ja nicht die Polen gewesen, die Familie. Nein, vielleicht ja der LKW-Fahrer da drüben. Vielleicht gibt der gerade in Telegram bekannt, wo du bist. Es ist wirklich so amüsant. In was für eine Situation hast du dich gebracht? Du hattest ein eigenes Haus, hättest da drin bleiben können, hattest deine Ruhe. Nein. Du wolltest unbedingt das große blaue Auto haben, das macht brumm brumm, musstest die Hater noch provozieren, such mich doch meine kleinen Haterchen. Ja, und das ist das Ergebnis. Paranoider könntest du kaum sein. Du siehst echt nicht gut aus. Auf der Autobahn selber, ich weiß nicht, ob es Bilder auf der Autobahn gibt, ich habe noch keine gesehen und ich habe auch noch von niemandem gehört, dass es welche gibt. Aber Reini guckt sich keine Videos von anderen Hatern an und ist auch nicht auf Telegram oder sowas, ihn interessiert das gar nicht, aber er hat auch noch keine gesehen.
Natürlich war ich angepisst davon, dass mich Leute schon wieder gefunden haben und dass ich nicht mal einen einzigen beschissenen Tag meine Ruhe hatte. Aber letzten Endes ist es ja auch uninteressant. Ich hatte dann trotzdem eine halbwegs ruhige Nacht. Es ist... Man merkt dir das an, Reini. Letzten Endes merkt man wirklich, was du für eine ruhige Nacht hast und was du gerade schon wieder für eine... in einer ruhigen Situation bist. Du siehst aus wie der Imperator gerade mit deinem Pullover und deinen eingefallenen Augen. Du siehst nicht gesund aus. Ja, und die Paranoia kickt hart. Am Anfang echt angenehm gewesen. Ich habe auch einen Schlafsack dabei. Ich habe dann im Schlafsack, beziehungsweise ich habe mich dann mit dem Schlafsack zugedeckt. Das Auto selber ist ja warm gewesen innen, ist ja auch gut gedämmt alles. Klar, Autos sind super gedämmt. Also im Gegensatz zu deiner Schanze stimmt das wahrscheinlich sogar. Weil im Auto ist noch keiner rumgerannt und hat irgendwas weggekerchert oder weggesandstrahlt, dass dann noch weniger Dämmung als vorher dran ist. Aber ein Auto ist nicht gut gedämmt. Da sind dünne Scheibchen dran und das Auto besteht aus recht dünnem Blech. Das wird heute Nacht sehr kühl gewesen sein. Und ob du Bettwäsche mit dabei hattest, vernünftige oder ähnliches oder Campingausrüstung, weiß ich nicht. Das wird schon ziemlich kalt gewesen sein. Und wir wissen ja, dass du nicht mal eine Jacke hast. Und hab dann ordentlich gepennt im Auto. Das ging auch echt gut. Auch 4 oder 5 Stunden tatsächlich geschlafen. Man sieht dir an, wie gut du geschlafen hast. Du siehst richtig erholt aus. Wie gesagt, wie der Imperator aus Star Wars. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich schlafe. Das Einzige, was dann wirklich unangenehm war, war dann das Aufstehen, weil als ich mich dann auf so einen Schlafsack geschält habe, war das arschkalt. Das war wirklich arschkalt. Ach, er hat doch einen Schlafsack dabei. Das, was ich gerade benutze, ist ein Tablet. Kalt. Wo ist Janis geblieben? Das hatten wir schon mal geklärt. Da musst du dir was anderes dazu anschauen. Der Witz ist, dass die Hater... Sie haben mich direkt gefunden, aber jetzt momentan tappen sie wieder im Dunkeln, weil sie eben nicht wissen, wo ich bin. Genau, Reini. Und das beruhigt dich. Man sieht es dir im Gesicht an. Du bist richtig froh, gerade nicht entdeckt worden zu sein. Und du schaust dich gerade um, völlig paranoid, in der absoluten Gewissheit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Hater wieder genau wissen, wo du bist. Nur da, wo ich bin, haben sie nicht gewusst. ich weiß auch nicht. Ja, Reini, du bist gerade komplett auf der Siegerstraße. Merk dir das richtig an. Das Lachen wirkt gar nicht künstlich. Du siehst völlig erholt aus. Super. Ich habe alles Mögliche schon mitbekommen. Da ist jetzt eine Familie, die möchte essen. Deswegen werde ich jetzt mal dann den Stream beenden. Ich könnte aus dem Auto streamen, ja. Mache ich aber nicht. Ich werde in Zukunft nur noch so streamen, wo man nicht wirklich viel erkennen kann. Politische Themen werden hier nicht angesprochen im Stream. Tschö, Reini. Ja, das war's. Wir haben einen Reini gesehen, der völlig paranoid, völlig am Ende, völlig übermüdet ist. Und er wollte das so haben. Er wollte die Hater provozieren, wollte dieses Leben auf der Straße als Obdachloser haben. Und die Konsequenzen spürt er nun mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Like da. Ihr könnt auch gerne ein Abo abschließen für mehr Videos. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ich lese sie alle. Und falls ihr bei meinem ganzen Gelaber vergessen habt, wo ihr eigentlich seid. Du heißt wie erst mal Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.